Denn ein Punkt musste noch her. Am gleichen Spieltag hatte 1860 München gegen Werder Bremen mit 0:3 verloren. Ein Unentschieden würde reichen, um erneut in den UEFA-Cup-Wettbewerb einzuziehen. Die Führung. Michael Tarnat, sein wichtigstes Tor in dieser Saison. Nur ein Gegentreffer, Reitmeier hielt ansonsten seinen Kasten sauber. Das war's. Geschafft. Es war unser Wunschziel, im UEFA Cup reinzukommen. Wenn wir nicht so viele Verletzte gehabt hätten, glaube ich, hätten wir noch ganz weiter oben anklopfen können. Das sollte nicht sein und aus diesem Grunde sind wir überglücklich, dass wir jetzt noch im UEFA Cup drin sind.